Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, werte Kollegen! Der Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes den halten wir für handwerklich durchaus gelungen. Wir haben das Gefühl, dass die Begründungen der konkreten Änderungen tatsächlich die Hoffnung nähren, dass es gelingt, die Rechtsunsicherheit für Kommunen und vor allen Dingen die Einzelhändler zu beseitigen. Dabei könnte man es eigentlich fast bewenden lassen, aber das wäre ja langweilig, und Langeweile ist diesem Hohen Haus natürlich völlig unangemessen. Daher schauen wir ein bisschen genauer hin. Im Gesetzentwurf lesen wir, die vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an allen Werktagen entspricht den Bedürfnissen der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie den Erfordernissen an eine rational begründete Wirtschafts- und Sozialpolitik. Lieber Herr Minister, geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Wenn das nämlich so wäre, wie hätte es denn dann jemals anders lautende Ladenöffnungsgesetze geben können? Wie konnte sich denn die erste Gewalt in der Vergangenheit über die Bedürfnisse der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinwegsetzen? Und wie konnten frühere Landtage denn offensichtlich einer irrational begründeten Wirtschafts- und Sozialpolitik folgen? Lassen Sie uns zur Abwechslung noch einmal ehrlich sein. Ausnahmsweise folgt die Politik einmal den Wünschen der Bürger. Und das finden wir grundsätzlich sehr gut, auch wenn es sich diesmal nur um Konsumwünsche handelt. Die Erklärung ist also keineswegs so edel und gut, wie in der Begründung des Gesetzes zu lesen ist, sondern es hat sich schlichtweg der Zeitgeist verändert. Gesellschaftspolitische Prioritäten haben sich verschoben. Wir sind also nicht viel schlauer, rationaler oder moralischer geworden als unsere Vorgänger. Das mag jetzt ein bisschen abstrakt klingen, deswegen möchte ich ein praktisches Beispiel bringen, das unmittelbar eingängig ist, nämlich den Asylkompromiss Anfang der 90er Jahre. Dort wurde mit breiter parlamentarischer Mehrheit, und gemeint sind vor allen Dingen die ehemaligen Volksparteien SPD und CDU, wurde mit breiter parlamentarischer Mehrheit der Artikel 16a hinzugefügt. Wir erinnern uns, dort steht, dass sich auf das Asylrecht eben nicht berufen kann, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft einreist. Heute wissen wir ja alles besser. Unsere Vorgänger im Bundestag müssen ja wahre Schufte gewesen sein. Vielleicht waren sie sogar Rechtspopulisten. In der Sache hat sich nämlich gar nichts verändert. Aber der Zeitgeist hat sich verändert, allerdings nicht beim Bürger, sondern im politisch-medialen Establishment, das immer mehr zu einem Paralleluniversum sich zu wandeln scheint. Zeitgeistveränderungen liegen also auch der Freigabe der Ladenöffnungszeiten zugrunde. Alles andere ist Marketinggetöse. Trotzdem muss uns allen klar sein, dass diese vollständige Freigabe natürlich Gewinner und Verlierer erzeugt. Die großen Filialisten, Einkaufszentren an den Stadträndern und auf der grünen Wiese profitieren natürlich stärker davon als die kleinen Einzelhändler vor Ort. Ich denke, das muss nicht näher erläutert werden. Aber genau diese kleinen Einzelhändler vor Ort sollen ja auch mit der Sonntagsöffnung gestärkt werden. Selbst wenn das gelingen sollte, was keinesfalls ausgemacht ist, stimmen wir auch ausdrücklich der Begrenzung auf maximal 4 Sonntage zu, hoffen und fordern, dass das auch mehr ist als ein Rückzugsgefecht. Die FDP-Fraktion hat ja bei ihrem eigenen Antrag zu dem Thema auch an den 4 Sonntagen festgehalten, aber ausdrücklich hinzugefügt hier im Plenum erstmal. Das heißt, wir wissen, dass uns dieses Thema erhalten bleiben wird. Und wir appellieren an die Kommunen vor allen Dingen, dieses Instrument sehr dosiert einzusetzen und tatsächlich die kleinen Einzelhändler vor Ort in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen. Sie, die kleinen Einzelhändler vor Ort, Sie sind das Rückgrat des lokalen Einzelhandels. Sie bestimmen die Attraktivität der Innenstadtlage. Sie zu stärken, muss unsere Aufgabe sein. Ohne die vielen Kleinen droht eine Abwärtsspirale von Leerständen, Verschlechterung der Bausubstanz, negative Abstrahleffekte und so weiter. Das müssen wir unbedingt verhindern. Wir glauben, dass dieser Gesetzentwurf einen Beitrag dazu leisten kann. Daher stimmen wir zu. Vielen Dank.
Danke, Herr Lichert. Ich bin großzügig geblieben, weise aber mal für die Zukunft darauf hin, dass ich durchaus das Recht habe, Ihnen das Wort zu entziehen, wenn Sie nicht zur Sache sprechen, und möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass der Ausdruck Schufte als Bezeichnung für Vertreter einer Volksvertretung nicht angemessen ist. Applaus